Kürzlich habe ich einen Nachruf gelesen von einer Odette Vollenweider. Sie ist mit 88 gestorben und hat ganz lange bei der NZZ gearbeitet. Dort war sie zuständig für die Schachseite. Das Besondere daran, sie hat bis 1976 ihren Text als Gabriele Baumgartner unterschrieben. Der Grund dafür, Schach war sehr lange eine absolute Männerdomäne. Und sie hat nicht wollen, dass man sie, einfach weil sie eine Frau ist, vorverurteilt. Dieses Jahr sind es 50 Jahre her, dass man das Frauenstimmrecht in der Schweiz eingeführt hat. Und wenn man so zurückschaut, wundert man sich, dass es dermassen lang gegangen ist, bis die Frauen endlich haben können stimmen und wählen. 3 Anläufe hat es gebraucht, bis die Männer endlich Ja gesagt haben. Und auch über das eine oder andere Argument, das für oder gegen das Frauenstimmrecht gesprochen hat, wundert man sich heute. Zum Beispiel, dass Frauen nicht politisieren sollten, weil sie sonst ihre Weiblichkeit verlieren würden. Kürzlich war ich Skifahren in Schulz. Am Schluss des Skitags hat irgendetwas gelottert an der Bindung. Ich bin schnell in ein Sportgeschäft. Eine junge Mitarbeiterin hat mich begrüßt und ich habe ihr mein Problem geschildert. Sie hat dann gesagt, kurzen Moment bitte. Ist hinten verschwunden und dann bald darauf eben mit einem Schraubenzieher vorgekommen. Dann hat sie sich über die Bindung geknüllt, hat daran herumgeschraubt. Und als ich mit der geflickten Bindung zum Geschäft rausgekommen bin, da musste ich mich an die Nase nehmen. Wo sie nämlich gesagt hat, einen Moment bitte, habe ich gedacht, sie geht jetzt hinterher einen Kollegen holen und nicht einen Schraubenzieher.